Hallo, du Wundervolle. Ich bin Bridget Michael, Gründerin von Diolulas. Und letzte Woche ist das Thema aufgekommen bei meinen Kursteilnehmerinnen. Darf ich für meine Massagen, für meine Geburtsbegleitung, also um es kurz zu machen, darf ich für das, was mir Freude bereitet und ja, was mich einfach erfüllt, darf ich da überhaupt Geld für nehmen? Und das ist das Thema dieses Videos. Ich möchte gerne ein paar Gedanken mit dir teilen, denn ich kenne das nur zu gut. Zu Beginn, wenn du loslegst, möchtest du einfach nur Geburten begleiten, möchtest Frauen berühren dürfen, massieren dürfen, ja, einfach dein Wissen, deine Herzenspassion einfach in die Welt hinaus posaunen und allen, ja, einfach nur das teilen, was dich einfach zum Brennen bringt und was dich so glücklich macht. Und dann kommt natürlich irgendwann auch die Frage, wenn du dann eben so deine ersten Klientinnen hast und auch, ja, dir einfach überlegen musst, okay, oder darfst vielmehr. Was möchte ich eigentlich dafür gerne zurückhaben? Ja, was ist der Wert meiner Zeit? Was ist mein Wert? Wie viel möchte ich für eine Massage zum Beispiel bekommen? Wie viel möchte ich für eine Geburtsbegleitung berechnen? Mein Honorar. Ich liebe dieses Wort, ja, es kommt von honorieren. Ich finde das sehr passend. Was möchte ich, wie viel möchte ich für eine Geburtsvorbereitung, eine Geburtseinstimmung, eine Geburtsintegration, was auch immer du gerne mit den Frauen machen möchtest, ja? Ein Geburtsplan, Session oder vielleicht auch mal was. Muss ich wirklich einkaufen? Was für ein Equipment brauche ich für dieses Baby, was da kommt? Auch da kannst du zum Beispiel die Frauen beraten, die Paare beraten und all das. Also deine Zeit grundsätzlich, die hat ihren Wert. Und ich weiß, dass es am Anfang sehr schwierig ist, diesen Wert für sich so zu finden, weil es ja einfach so eine Freude macht. Und ich kann dir sagen, das wird sich auch verändern. Dieser Preis wird sich verändern. Denn der Preis im Außen spiegelt deinen eigenen Selbstwert wider. Und der steigt natürlich auch, ja, wenn du einfach auch dir gewisse innere Themen anschaust, innere Blockaden, Sabotagen, die du womöglich, vermutlich, wie wir alle, irgendwo hast in den verschiedensten Bereichen, dass du dir nicht erlaubst, erfolgreicher zu sein als deine Mutter zum Beispiel oder dein Vater, dass du vielleicht den Glaubenssatz hast, dass erfolgreich sein bedeutet, dass die anderen sich schlecht fühlen oder dass du nicht geliebt wirst, wenn du zu erfolgreich wirst. Ja, dass du eine schlechte Mutter bist, wenn du erfolgreich auch noch deine Lebenszeit in was anderes investierst. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und ich sag dir, ich kenne einige nur zu gut davon. Und es ist so wichtig, sich das eben anzuschauen. Sich das anzuschauen und dann eben in die Veränderung zu bringen. Und dein Preis wird sich sicherlich in den Jahren und mit deiner Erfahrung, je mehr Erfahrung du sammelst, desto selbstsicherer wirst du auch werden. Ja, beziehungsweise es ist ja so, dass wir dann oft denken, okay, ist der Preis gerechtfertigt? Was denkt die Frau wohl, wenn ich jetzt 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro nehme? Und eigentlich ist sie doch erst die erste, die ich massiere, oder die zweite oder die dritte. Das ist der Frau an der Stelle komplett egal, weil wenn du ihr das nicht gesagt hättest, dann würde sie das ja gar nicht merken, weil sie hat den Wunsch, liebevoll begleitet zu werden, in egal welcher Form.
Sie ist froh und dankbar, dass sie jemanden gefunden hat, der sie sieht, der ihr zuhört mit dem Herzen, wo sie sich öffnen kann, wo sie sich mitteilen kann, wo sie über ihre Gefühle sprechen kann, wo sie an der einen oder anderen Stelle ja auch einen Tipp bekommt von dir, von deiner Erfahrung profitieren kann, von deinem Wissen profitieren kann. Du bist im Grunde genommen wie ein lebendiges Lexikon, ein Forum. Ja, und für uns ist das in der Regel so selbstverständlich, weil wir wissen die Dinge, wir haben sie erlebt und für uns ist das selbstverständlich und wir wollen es einfach nur schenken, weil wir sind Frauen und wir wollen uns um andere kümmern und sie halten und sie umarmen. Ja, das ist so das weibliche Prinzip, was auch wundervoll ist. Die Sache ist nur die, dass wir auch lernen dürfen, da in die Balance zu gehen, auch ein bisschen mehr Männlichkeit in unser Leben, in unser Wesen einzuladen. Ja, denn auch wir haben einen männlichen Anteil und der männliche Anteil ist eben auch da, ja, ein bisschen zielstrebiger, geradliniger ausgerichtet. Der möchte eben ja sein Return on Investment sehen. Das heißt, das, was er investiert hat, dass das eben auch irgendwann wieder reinkommt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn das Geld, was du investierst in dich, in deine Fortbildung, in deine Ausbildung, in dein Business, das hast du ja auch irgendwann in irgendeiner Art und Weise und Form dir erarbeitet und schon Energie reingesteckt. Ja? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dir ziemlich schnell auch bewusst zu werden oder eben festzulegen und dich auch da zu testen und auszuprobieren, mit welchem Preis fühlst du dich denn wohl. In meiner Ausbildung bringe ich den Frauen den Muskeltest bei. Ja, das heißt, es ist aus der Kinesiologie, da kann man auch mit dem Arm machen, dass man das System im Grunde genommen fragt, mit welchem Preis es sich gut fühlt. Denn da wird irgendwann ein Punkt kommen, wo ein Betrag Stress in deinem System auslöst. Und dann weißt du, okay, ist noch nicht dran, aber vielleicht irgendwann mal. Ja, und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der dazugehört, der zu deinem Wachstum dazugehört und der auch manchmal unangenehm ist. Und es ist ganz wichtig, dass du im Inneren genau fühlst und davon überzeugt bist, dass der Preis, den du eben dir wünschst als Honorar, dass der richtig und gut in der aktuellen Situation für dich ist. Das mag in ein paar Monaten oder Jahren anders aussehen. Ja, ich habe auch mich langsam hochgearbeitet. Den Preis, den ich jetzt nehme, der hätte mich vor 5 Jahren oder so mit einer Hitzewallung überrollt. Um es mal so zu sagen, ich hätte Schweißausbrüche bekommen. Das wäre dann noch nicht möglich gewesen für mich. Ja, und ich lade dich ein, wirklich auch nochmal so in dich zu gehen und zu sagen, so ja, ey, ich habe Geld investiert, ich habe Zeit investiert vor allem. Das ist Zeit gewesen, in der du nicht bei deiner Familie warst, ja, in der du Anstrengungen unternommen hast, dass dein Partner sich um deine Kinder kümmert, dass vielleicht die Oma sogar angereist ist, um sich zu kümmern, dass dein Netzwerk dich aufgefangen hat, dich unterstützt hat, damit du die Ausbildung, die Fortbildung machen konntest. Ja, das ist alles Zeit und Energie, die bisher schon reingeflossen ist. Und ich finde, dann ist es auf jeden Fall auch richtig und berechtigt, dass du da auch was zurückbekommst. Für dich erstmal, ja. Und das fließt natürlich auch alles dann in deine Familie mit ein. Es darf immer in der Balance sein. Ja. Und das Schöne ist natürlich, dass dir das Ganze auch noch große, große Freude bereitet. Ja. Und du kannst da auch am Anfang, wenn du nicht wirklich, sag ich jetzt mal, davon deinen Lebensunterhalt erwirtschaften darfst, dann kannst du am Anfang ja auch erstmal ein bisschen experimentieren und damit spielen.
Ich hatte nicht viel Spielmöglichkeiten, weil ich den größten Teil meines Lebensunterhalts durch meine Geburtsbegleitungen und meine Yogakurse, davon musste ich leben. Und wenn du davon leben musst, mit zwei Kindern, wirst du sehr aktiv und sehr kreativ und fokussiert. Und das hat auch was damit zu tun, wie offen du im Herzen bist und ob du wirklich Frauen auch begegnen möchtest. Denn es gab Jahre, als meine Kinder kleiner waren, wo ich gar keine Kapazität, gar keine energetischen Kapazitäten oder zeitlich womöglich schon, aber einfach keine Kraft hatte. Und in der Zeit sind auch kaum Frauen zu mir gekommen. Und sobald ich, ja, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ach, jetzt hätte ich mal wieder Lust, sind die Frauen auch gekommen. Also wir sind auch da total in Resonanz im Feld und ich weiß genau, dass der liebe Gott mir immer die richtigen Frauen zur richtigen Zeit bringt. Und ja, wir können einen Teil dazu tun und uns zeigen und an uns arbeiten und informieren, was wir für tolle Dinge, ja, womit wir wirklich den Frauen und den Paaren, den Familien, wie wir sie unterstützen können. Und wer dann wie in welcher Konstellation auf dich treffen wird, das liegt dann nicht mehr in unseren Händen. Und das ist auch das Schöne und das Magische an dieser Arbeit. Ja, von daher, sei dir klar, werde dir klar, was du möchtest, wie viel du arbeiten möchtest, was für einen energetischen Ausgleich du dafür haben möchtest. Und du bist es wert, Geld zu empfangen für dieses unbeschreiblich große Geschenk, was du gibst. Ich weiß, dass du dir dessen nicht immer bewusst bist, was du da tatsächlich an die Frauen weitergibst, weil es einfach dein Naturell ist, weil du einfach so bist. Und wenn du das aber mal aus einer höheren Perspektive betrachtest, vielleicht kannst du da erahnen, wie groß dein Geschenk ist. Und wie mir mal eine Frau gesagt hat, eine sehr wohlhabende Kundin, die ich hatte, die hat zu mir gesagt, das, was du für mich getan hast, ist unbezahlbar. Da dachte ich damals so, ja, da hat sie recht. Und wir müssen es halt trotzdem in dieser Dreidimensionalität in irgendeine Form gießen, bringen, pressen, damit es eben für die, die noch überhaupt gar nicht wissen, was wir für Geschenke mitbringen oder es vielleicht erahnen, dass es für sie eben irgendwo auch greifbar ist. Und sie dann eben für sich entscheiden können, aufgrund von vielen Informationen, die wir ihnen liefern. Ja, das und das und das und das und das und das bekommst du von mir, Messenger Support. So und so viele Stunden, Geburtseinstimmung, Glaubenssätze auflösen, Massage und was auch immer du geben möchtest. Ja, und das ist das Honorar, was ich dafür bekomme. Dafür, dass ich meine Zeit dann nicht mit meiner Familie, mit meinen Kindern verbringe, sondern mir die Zeit nehme, um mit dir zusammen zu sein. Versuch mal, die Perspektive zu verändern. Dir vorzustellen, du kommst aus irgendwie deinem busy Leben, aus deiner Welt, welcher Welt auch immer, und bist auf einmal schwanger und es verändert sich alles und du denkst nur, hulala, was passiert hier gerade mit mir? Ja, und merkst einfach, dass eben der Gynäkologe, die Hebamme, dass dir das irgendwie nicht ausreicht. Und du machst dich auf die Suche und findest dann Doulas und denkst so, wow, das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja, und du möchtest die Frauen anziehen, die sich selbst wertschätzen, die in sich selbst investieren, in die Gesundheit ihres Babys investieren. Und du hilfst ihnen dabei. Du öffnest ihnen die Türen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz schöne Begegnungen und Wachstum.
wenn du Lust hast, mir auf YouTube, auf Instagram, auf Pinterest und auf Facebook zu folgen, freue ich mich sehr. Ich werde das irgendwo verlinken hier rund um das Video. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und freue mich, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise mal virtuell oder persönlich begegnen. Danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und danke, dass du den Frauen zur Seite stehst und deinem Herzensruf folgst. Alles Liebe. Bis bald.